Öko Campesino, da steht's dran, ja. Ein ganz kleiner Laden. Ja, Probleme habe ich wirklich noch mit der Treppe. Das werdet ihr gleich sehen. Kann ich denn hier hoch? Nee, die Treppe ist mir zu steil. Ja, Treppenlaufen, das geht noch nicht so ganz richtig. Aber das wird noch. Kommt alles. Ja, ich muss mich irgendwo festhalten. So, ich hoffe, die haben schon ihre Lieferung Obst bekommen hier. Dass ich nicht umsonst. Ah, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Hola, buenos dias. Okay, una video para YouTube. Okay, gracias. Ja, guckt euch das mal an hier. Der schöne Salat hier. Jedes kommt hier in so ein Gläschen mit Wasser, mit frischem Wasser, damit das auch ja nicht welkt. Hier sind auch noch die Wurzeln dran. Hier sind auch noch die Wurzeln dran an dem Salat. Das finde ich ja sowas von süß. Und ihr seht, sie haben frische Ware bekommen, aber hier wird auch schon ganz schön zugelangt, sehe ich gerade hier. Es ist nicht mehr viel da. Schade, keine Aprikosen und keine Nektarinen. Ja, Porree. So, auch Weintrauben, ja. Uvas. Sie. Es gibt Weintrauben, ich liebe Weintrauben. Und hier gibt es wirklich Bio-Weintrauben, ganz schwer auf der Insel zu kaufen. So, una medio kilo, Popperrohr. Halbes Kilo esse ich jetzt gleich zum Frühstück. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, Weintrauben wird heute mein Frühstück sein. So. Ja, was nehme ich denn hier? Der Porree ist total lecker. Porree. Ja, hier gibt es auch noch andere Sachen. Hier zum Beispiel Tomatensoße und so Konserven, aber das interessiert mich nicht. Die Bananen sind auch total lecker, aber ich traue mich da noch nicht ran. Ihr wisst, Histamin, Bananen enthalten viel Histamin und Papaya auch. Deswegen achte ich immer noch ein bisschen, dass es histaminfrei ist, was ich esse. Obwohl ich schon jetzt auch schon mal zwei Bananen gegessen habe und ja. Diese Neuropathie, Polyneuropathie, die ich habe hier, also dieses Taubheitsgefühl in Fingern, Händen und Zehen, das muss ich gut beobachten. Ist ein bisschen besser geworden, es ist aber nicht weggegangen. Ach, leckere Maracuja, bloß das darf ich auch nicht essen, das ist alles denn zu heavy. Und hier, Riesenkürbis. Wahnsinn, ich kann mich hier begeistern für sowas hier. Ja, was nehmen wir denn noch? Ich schalte jetzt mal aus. Ich muss jetzt mal in Ruhe hier aussuchen, was ich jetzt hier mitnehme, okay? So, da habe ich jetzt eingekauft. 18 Euro habe ich ausgegeben. Das geht. Ciao, gracias. So, Lego. Ah! No. Falta una. Ich muss noch eine Melone kaufen. Hier ist so eine andere hier. Versteht ihr? Die ist auch total lecker. Also da habe ich zwei Melonen, damit komme ich die Woche gut hin. Also nochmal kurz Stopp. So, ich weiß nicht, ob man das während der Fahrt mitbekommen hat, aber hier regnet es. Das ist der erste Tag, der hier regnet. Ja, ich bin jetzt hier einen Monat und das ist hier auch übrigens ein Bioladen und hier gehe ich auch mal sehr gerne hin. Bloß die kriegen nicht immer. Oh, jetzt haben die Melonen da. Oh, die haben Melonen. Und die Melonen sind hier total lecker. Was mache ich denn jetzt? Ich lasse mal hier eine zurücklegen, ja. Ja, aber die haben immer so eine geringe Obstauswahl hier. Und da finde ich Öko Campesino besser. Und die bekommen hier auch bloß einmal oder zweimal. Hola, buenos dias. Hola. Ist okay, para YouTube una película. Ist okay? Gracias. Ja, und sie bekommen nur leider ein- oder zweimal die Woche hier frische Ware rein. Das ist schade. Aber es ist natürlich auch lecker hier. Ich zeige euch mal hier die leckere Zucchini. Der Lauch ist total lecker. Den esse ich zurzeit gerne.
Ja, ich habe nur 3 Tage gefastet und aber wie gesagt, meine Elefantenfüße sind weg. Ich trage wieder ganz normale Turnschuhe und bin wieder sehr gut zu Fuß unterwegs. Ja, ihr seht also hier, ich vermisse hier Pfirsiche und Nektarinen, aber da hoffe ich mal auf Öko Campesino. Ja, was mache ich mit der Melone? Ich lasse mir hier eine zurücklegen, auf jeden Fall. Auf dem Rückweg, und ich gehe mal hier kurz durch den Laden. Also hier kriegst du ja alles. Ihr kennt ja Bioläden. Und von Kosmetik bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und Gewürze. Und die Leute sind hier auch alle super nett. Und hier finde ich ganz interessant, ich esse jetzt nicht ganz Rohkost, sondern ich bin jetzt wieder im Futterwahn. Ich koche mir immer abends was Schönes zu essen. Und hier gibt es wirklich ganz tollen Bio-Käse, also veganen Käse, der aus Kokosmilch gemacht wird. Und der schmeckt total echt. Also ich mache mal hier Scheibe, zeig's mal ganz kurz. Also der ist ohne Gluten, ohne Laktose, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe, irgendwelche Zusätze. Einfach aus Kokosmilch und noch ein paar Gewürze und so. Tolle Sache. Und ein paar, ja, weiß ich jetzt nicht genau, die Zutatenliste jetzt hier. Und hier ein Nudelregal. Hier gibt es Tee. Und deutsches Keimbrot. Und natürlich auch sehr viele deutsche Brotaufstriche. Teuer, doppelt so teuer als in Deutschland, ne? Also hier 3,69. Leute, 3,69 für die Zwergenwiese. Das ist schon heftig, aber es gibt's. Man hat hier was, eine Möglichkeit, sich vegan zu ernähren. Und einmal und mittwochs kommt hier auch immer frisches Brot. Dinkelbrot ist es meistens, ohne Hefe, mit Sauerteig. Da hole ich mir auch mal ein Stück. Und so, jetzt reserviere ich mir eine Melone. So, ich habe die Melone hier reservieren lassen. Also die ist hinten im Lager, bezahlt habe ich schon. 11 Euro für so ein dickes Ding geht, ne? Bio-Melone, preislich. Und so, hier auch die frischen Sachen, wollte ich noch sagen, sind preislich sehr günstig. Also ich finde es gegenüber von Deutschland, hier sind alles Kilopreise, ja, also finde ich das ja sehr günstig.